Ja, wir sind in Merchweiler wieder und dreh dich mal kurz zu meiner Seite, dass man Hi. mal sieht, wie breit das Ding ist. Ach so, so rum. So rum, Das ja. bedeutet ja. Das sieht aus wie ein, keine Ahnung, ein Moment. Trampolin für einen Garten, So oder? ungefähr, genau. Nee, was da drin? Das ist Spur 1 Lok drin, eine Dampflok. Eine Dampflok, aber Jawohl. keine normale, sondern Eine Technologielok. eine Technologielok. Ja, so ist es. Ein Sondermodell. Die werden wir jetzt mal auspacken. Wo ist denn der Ralf? Hier ist er. Hi Ralf, grüß dich. Wir sind mal wieder in Merchweiler. Eine Technologielok bedeutet, die ist nicht lackiert, oder? Genau, die ist in Metall und danach zugesetzt, also angesetzte Messingteile. So, mach mal auf. Kostet 4.790 Euro. Dafür gibt es schon ein Einfamilienhaus in Merchweiler mit Garage. Das ist ja hier im Saarland ist das ja schon viel Geld, oder? Du hast, wie viel hast du dann bekommen von der? Eine. Eine. Das sieht aus so ein bisschen wie eine Querflöte von den Applikationen. Die kommt immer so, wenn die ankommt. Wird die so verschickt oder ist sie nochmal im Umkarton? Nee, die hier kam jetzt ganz alleine auf einer Palette, kommt schön eingepackt und dann mit der Spedition. War also sonst nichts dabei, nur die Eine Lokalität. Palette war da drin. Eine Palette ist da geliefert worden, genau. Sensationell, Sehr oder? vorsichtig geliefert worden. Die fährt auch? Die fährt auch. Okay. Aber heute nicht. Heute. Nee, vom Brett abmachen tun wir so heute nicht. Ja. Wir packen sie aber mal aus, dass Das wir können wir sehen. tun, ja. Die 5.000 Euro-Lok. Ist das jetzt eine Sammlernummer? Würdest du eher sagen, dass sie Ja. jemand in die Vitrine Ich stellt? denke eher, sowas stellt man sich eher in die Vitrine, als sie, dass sie nachher zum Fahren unterwegs ist. Ist sie schon verkauft? Nee, die ist noch nicht verkauft. Die kann also jemand noch haben. Das kann man noch. 55.089 ist die Bestellnummer. Ist ja wie bei Home Order Television hier. Wenn Sie noch 3 Minuten warten, sinkt der Preis um 3 Euro. Aber das ist ja schon etwas, was sich jemand gönnt, der vielleicht auch länger drauf gewartet hat, so ein bisschen, oder? Die kam ganz überraschend, da hat keiner drauf gewartet. Ja. Die wurde vorgestellt und 14 Tage später war sie da. Hast du auch bestellt vorher oder ist das so eine Sache, wo dich Märklin direkt bemustert, weil die wissen, du willst sowieso sowas haben? Nee, ich hab die dann so bestellt. Nee, warte mal. Ich habe die dann so bestellt. So, was ist hier dabei um? Was ist Das sind das? Zugesteile. Das sind Zugesteile. Okay. Bremsschläuche und so weiter und so fort. Da sind Handschuhe drin wie beim Chauffeur, Genau. dass man auch nichts kaputt macht. Wie beim Rolls-Royce. Beim Rolls-Royce, gell? Ja. So, jetzt kommt Premiere. Also liebe Saarländer, wenn ihr das seht oder liebe Leute, wir sind in Merchweiler. Das liegt auf der Höhe über Saarbrücken. Eigentlich kann man sagen, Merchweiler bei Saarbrücken. Ist die cool. Unlackiert. Unlackiert. Was ist das für Material eigentlich? Das ist Druckguss Ja. und Messing. Also es darf nicht so heiß werden. Dann. Alles, was hier golden ist, sind Messingteile, ne? Boah, ist das aufwendig, oder? Das, ja, auf jeden Fall. Das sind auch viele, viele Handarbeit, ne? Ja. So, hier oben drauf, ist das Strom hier oben drauf, was da läuft? Die kleinen Drähte? Nee, das sind Stellhebel, Stellstange für an der Dampflok manche Sachen in die Stelle, ne? Ich zeig mal gerade, wenn du die mal kurz hochnimmst, das Gewicht ungefähr, was wird die Schwer. wiegen? Schwer. Also die hat bestimmt 10 Kilo. 10 Kilo. Schätze ich mal. Geht's? Ja, es geht. Lass ihn nicht fallen. Um Gottes Wille. Dann kann ich es nämlich mal zeigen. Ist das jetzt auch so vom Gestänge und so weiter absolut nachempfunden? Ja klar, die ist original nachgebaut, ne? Wie die Original-Lok ist. Und ich sage mal, es ist Modell, ne? Also vieles wird ja dann vom Maßstab her passend gemacht. Antrieb ist nicht im Tender, Nee, sondern der ist in der Lok. In der Lok. In der Lok ist der Weil ich das wichtig. nur von früher kenne, da waren viele Antriebe dann im Tender drin, Das damit es. war nicht bei der Märklin-Maschine. Das war Fleischmann, ja. Fleischmann, Rocco, die haben die Sache im Tender drin. Das hat mir dann nicht so gefallen. Weil dann, aber der Vorteil war, du konntest dann durchgucken. Ja. Also das Modell wiegt wirklich 10 Kilo, oder? Ja, die Gewicht darf ich nochmal hinstellen. Ja, stell hin. Schwer. So, Serie 241A.
SNCF, das klingt sehr französisch, aber die fährt immer noch in der Schweiz, oder? Die fährt heute noch in der Schweiz, ist ein Museumslok in der Schweiz. Natürlich lackiert, ne? Nicht roh, blank. Ja klar, möchte ein Foto machen. So, ihr seid von weit her gekommen eigentlich? Wir kommen von Trier Ecke. Aus Trier? Aus Trier, also in der Nähe von Trier. Ja, ihr habt doch diesen typischen trierischen Akzent, oder? Nee. Mir nicht. Aus Thüringen, oder kommt ihr? Ganz original aus Sachsen. Aus Sachsen? Ja, aber schon vor 20 Jahren. Okay. So, seid ihr den weiten Weg ins Saarland gefahren von Trier? Ja, in Trier gibt es ja nicht viel Auswahl an Eisenbahnläden. Ne? Okay. Da gibt es einen Eisenbahnladen, aber die haben nicht die Auswahl wie hier im Saarland. Ja, ist der nett hier, der Mann, der bedient? Ja, auf jeden Fall. Das da hinten ist der Chef, der Ralf. Ralf, der hat gerade gesagt, du wärst nett. Das hilft. Aber gut, dann vielen Dank. Ne? Ist aber schon was Schönes hier, oder? Das ja, Modell? Wir okay. sind öfters mal hier. Und was hast du für eine Spurweite? H0. H0 von? Was hast Märklin. Du? Märklin. Ja. Okay. Vielen Dank. So. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ja, da könnte man sich da mal was. Ich überlege gerade, was wir für ein Startfoto machen. Vielleicht könnt ihr trotzdem die beide mal gerade an den jeweiligen Ende nehmen. Ich mache mal die Tür auf und dann gehen wir mal raus vor die Tür. Ja, denn das Wetter ist so schön gerade, dass wir das nehmen. Und wir werden gleich noch was zeigen. Wir haben nämlich einen Waggon haben wir. Können wir auch mal zeigen, Spur 1. Da hast du gesagt, oh, das ist doch jetzt nichts Besonderes, den brauchen wir doch nicht zu zeigen. Du weißt, welchen ich meine. Ja, natürlich. Ja, klar. Boah, ist das genial. Warte mal, ich drehe mich mal um. Dann habe ich den Laden noch im Hintergrund. Ja, genau. So, jetzt haltet den mal bitte vor euch, vor euren Bauch jeweils. Ja. Genau. So, rum. So, als ob ihr euch gut verstehen würdet. Klar, dann verstehen wir einfach so. So, da haben wir sie. Ja. Warte mal kurz. Ja, da ist es. Wir sind im Märchweiler. Heute ist der 27. Ralf, du machst das Ganze schon ziemlich lange? Ja, seit 2006. 2006, der Vorgänger auch noch ewig, oder? Der hat das auch schon ein paar Jahre vor mir gemacht. Ja. Was hat einen denn dazu bewegt? Du hast vorher hier gearbeitet oder nee? Ich habe vorher hier gearbeitet, ja. Ich habe eine Ausbildung hier gemacht. So, und dann ist das Ganze natürlich auch ein großes Risiko, weil heute digitale Dinge wie PlayStation, Xbox und so weiter, aber das hier ersetzt das nicht, oder? Das kommt immer drauf an, das ist Geschmackssache. Die eine spielt PlayStation, der andere spielt Eisenbahn. Ist das so eine Sache für ältere Männer oder gibt es da viele Jugendliche, die Es gibt Ältere, es gibt Jugendliche, es ist in jeder Altersklasse eigentlich. Märchweiler, ihr seid gegenüber vom Rewe oder der Rewe gegenüber von euch. Ja, wer war zuerst da? Ja, wir waren zuerst da. Ihr wart zuerst da? Ja, danach kam der damalige Minima noch und jetzt ist es mittlerweile ein Rewe, ja. So, Dampflokomotive Serie 241A, SNCF, 4.790 Euro. Danke fürs Einschalten. Ciao.